Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Zelda Ocarina of Time. Ich bin's wieder für euch, euer Cutie. Und was soll ich sagen? Ich muss mich quasi entschuldigen. Es tut mir leid, ich habe in letzter Zeit viel, viel, viel zu wenig Videos gemacht. Es tut mir unheimlich leid. Hab auch ein, zwei Abonnenten eingebüßt, was soll man da sagen? Das ist halt so, aber darum geht's ja auch prinzipiell gar nicht. Aber trotzdem, das tut mir echt ein bisschen leid. Das ist ein bisschen, hat ein bisschen gelitten. Ich habe momentan einfach so unfassbar viel zu tun. Ihr könnt es euch absolut nicht vorstellen. Das tut mir auch immer noch total leid, aber ich werde mein Bestes geben, jetzt weiter, exzessiv weiterzumachen und ja. Mal schauen. Ich guck mal, was so geht. Was so zu schaffen ist. Wir wollen auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen weiter Zelda spielen. Ja. So. So, Entschuldigung. Mal ganz kurz hier mal den Ton ein bisschen aufgedreht. Ich muss gerade überlegen, wie man hier nun den Typen da jetzt mal wegkriegte. Was ist das da oben eigentlich? Weiß das wer? Was das da oben sein soll? Komisch. Kann man dagegen schießen oder so? Vielleicht ist da eine Skulptur dahinter. Ich treffe schon wieder wie ein Genie. Geht anscheinend nicht so wirklich viel. Okay, ich glaube nämlich, dass man da unten bei dem, also ich habe mir jetzt nochmal ein bisschen, da hatte ich halt jede Menge Zeit darüber nachzudenken, was man hier jetzt nochmal genau machen musste. Ich glaube, dass man hier einfach nur die Ocarina spielen musste, das Lied von Zeldas Wiegelied. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Was will die Fee hier? Ging das so nicht? Wo? Hä? Dann war es das doch nicht. Dann habe ich da doch nicht. Schade eigentlich. Das war hier extrem Klippenspringen. Dann müssen wir unten nochmal gucken, ob wir noch irgendwas finden. Ja, da kommen wir sogar unten rein, aber muss mal gucken, wie genau. Ich bin auch manchmal ein bisschen Legastheniker, oder? Jetzt abends. Hylianischer See. Ach genau, jetzt waren wir hier. Konnten wir den Brief von Gräfin Zauberin da, also hier der Eulen da finden. Jetzt habe ich es wieder raus. Jetzt glaube ich, fällt es mir wieder ein. Tiefer. Yes, sir. Eine Flasche. Fülle etwas hinein, nutze sie mit C oder ist ja bereits etwas drin. Okay. Hier kann man übrigens ja auch diesen Angelwettbewerb machen. Sehr coole Aktion. Was haben wir da drin? Brief. Geht jetzt hier rein. Ja, können wir erstmal wieder zurücktauchen. Mal wieder in das Aquanische Reich reinzugehen. Hier mal auftauchen in Soras Reich. Und dann ging der Typ, glaube ich, auch zur Seite, wenn man ihn denen gezeigt hat. Erstmal auspacken, die Bude, was da drin ist.
Nanu, sieht aus, als wäre da etwas in der Flasche drin. Oh, es ist ein Brief. Hilf mir, ich bin im Bauch von Lord Jubu Jubu gefangen, Ruto. Verrate bitte nichts meinem Daddy. Naja, dann. Das tut mir leid. Das wird nicht anders gehen, denke ich. Als was Papa zu sagen, weil der sitzt ganz fies im Weg. Hier ging's weiter. Gerade kurz mal Orientierungslosigkeit hier ausgebrochen. Aber es ist ja alles kein Problem. Wir kommen ja weiter. Lord Jabu Jabu. So, gib mir noch mal eine kleine Sekunde, bitte. Muss mal kurz was schauen hier, deswegen stoppt mal kurz das Spiel. So. So, okay. Ich habe mir mal ganz kurz Zelda ein bisschen lauter gemacht, weil ich habe irgendwie überhaupt nichts gehört so richtig. Muss ich jetzt eigentlich mit Daddy noch reden? Ja. Oh. Ja, aber... Ach, jetzt. Ha, jetzt klappt's. Dieser Brief, er ist von Prinzessin Ruto. Lass mich lesen. Sie ist im Bauch von Lord Jabu Jabu. Das ist doch nicht möglich. Lord Jabu Jabu ist unser Schutzheiliger und würde Prinzessin Ruto niemals verspeisen. Doch seit dieser seltsame Fremdling namens Ganondorf unser Reich besucht hat, benimmt sich Lord Jabu Jabu etwas sonderbar. Der Brief scheint echt zu sein. Ihr dürft Prinzessin Ruto suchen. Dankeschön, wenn ihr mögt. Passiert das Tor hinter mir. Na, rück mal zur Seite da. Ich behalte diesen Brief, nehmt ihr die Flasche, in der er sich befand. Ihr werdet sie bestimmt gut nutzen können. Bitte finde meine liebste Prinzessin Ruto, so schnell ihr könnt. Wupp. 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 Ja, ist schon fix dabei, ne? Mach's nix. Anstatt dass er mal kurz die Hände benutzt. Nein, das wird einfach so weitergemacht. Whoop. Whoop. Ach, Typ, komm. Ach, das zieht sich ja. Wahnsinn. Fertig? Schon? Jetzt. Danke, Lord Jabu Dingsbums. Das war ja wieder mal ein absoluter Experte hier, der Kollege. Jabu, Jabu. Voyage, voyage. Okay, so, dann wollen wir uns mal in den Wal begeben. Vielleicht irgendwie, ich weiß nämlich nicht mehr genau, wie das funktionierte jetzt. So, Rostquelle. Bitte nicht den Wal wecken. Oh, der ist auch Stahl. Das ist ein Stahlwal. Ging das jetzt hier nicht irgendwie mit dem Fisch? Dass man hier einen Fisch fangen musste? Und den dann, dass den Fisch quasi zum Mampfen geben konnte. Mir ist doch irgendwie so, als ob das so war. Dass man den irgendwo dazu kriegen musste, sein Maul aufzumachen. Ich glaube, irgendwie so war das. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, muss ich gestehen. Ehrlich gesagt. Oh, da hinten sind irgendwelche komischen... Es scheint, als sei Prinzessin Ruto irgendwie im Bauch von Lord Jabu Jabu verschwunden. Ich bin dir immer wieder dankbar für deine vollkommen sinnlosen Hilfestellungen. Das machst du ganz wunderbar. Mach weiter so. Sollte ich jemals mal vergessen, warum wir hier überhaupt hier sind, sag ich dir Bescheid. Skulltula. Haha. Wieder eine. Wuhu. So, jetzt hier mal. Und der ging, glaube ich, nicht damit, oder?
Die Steine konnte man, glaube ich, nicht zerstören. Doch, konnte man. Was ist denn hier los? Gehen hier ab! Oh, Feenquelle. Schön. Was kriegen wir denn hier Geiles? Erstmal das Gedicht wieder aufsagen. Ich habe doch sogar noch einen Fisch. Na, wenn das wegen dem Fisch ist, dann... Deswegen, wenn man das Fisch braucht, kommen wir da rein. Das ist safe. Einen Fisch habe ich noch. Oh, jetzt kommt wieder die böse Prinzessin mit den dreieckigen Hupen. Ja. Ah, ah, ah. Komische Olle. Also echt. Ja, guten Tag. Hallo, mein Süßer. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Yo. Was ist denn das jetzt? Der Grüne, der Blaue? Der Grüne, wie es aussieht. So, ist das der Grüne? Ist der Grüne, ja. So. Pharores Donnersturm, ein magischer Teleporter, den du mit C einsetzt. Nutze ihn, wenn Gefahr droht. Mit dieser Magie lenkst du einen Teleporterpunkt an. Ja, okay. Rufst du Erfahrungskraft erneut an, gelangst du dahin zurück. Ah, das ist klar, cool. Aber auch wieder aufheben und dann anderswo setzen, wenn du Pharores Magie beschwörst. Das ist cool. Vergiss nicht, Pharores Donnersturm kannst du nur in einem Labyrinth einsetzen, in dem auch eine Karte versteckt ist. Alles klar? Okay. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einmal wieder. Mach da. Wap, 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 wap. Oh, sind wir Steine? Tatsache. Ach, hier unten sind jetzt nämlich auch ein paar Fische. Guck mal. Guck mal, einer, schau. Ich stelle trotzdem mal eine Flasche hin. Hat gut funktioniert. Ach, kann die Flasche jetzt auch gar nicht benutzen, oder? Nein, kann ich nicht. Wasser kann ich hier nicht benutzen. Wie unangenehm. Wie anunangenehm. Verdammte Axt. Wie kriegt man dann nochmal Jabba da Hutts Maul auf? Gab es hier hinten noch irgendwo Fische? Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt richtig ist. Und ich weiß auch nicht genau, wie ich das jetzt am besten dann mache. So glaube ich eher nicht. Ah, doch. Ha! Das läuft. Hehehehe. Ja, man muss sich nur dran erinnern können, dann läuft das auch. Jemand Moby Dick gelesen? Jabu Jabus Bauch. Na dann. Na, jemand hat ja schon mal schöne Beißerchen. C3 kariös, C12 kariös, B4 sieht okay aus. Ach komm, hör auf, ihr zwei. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem, dass ich mein Deku-Schild ja nicht mehr habe. Weil das ja anhand irgendwelcher komischen Sachen natürlich auch wieder kaputt gegangen ist, warum auch immer. Eine letzte Magie versperrt den Zugang, löst das Rätsel des Raumes und dann hältst du Zutritt. Wow, One-Shot-Kill! Mal auf die Magenwand. Oh, ich hasse sie so, ey. Ah, verdammt, das ist wieder zu spät.
Wieder unter Dampf gesetzt. So ein Scheiß, ey. Ich weiß nicht mal genau, wie ich die jetzt kaputt kriege, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe dieses Level sowieso hier immer abgrundtief gehasst, ne? Ohne Witz. Also wirklich ganz grausig. Weil das war immer so mega labyrinthmäßig irgendwie. Und du musstest ja immer diese komische Prinzessin mitnehmen. Du konntest ja nicht mal irgendwie mal schnell so überall langlaufen. Hallo. Hey du, wer bist du? Ich bin Ruto, Prinzessin der Soras. Was, mein Daddy hat dich geschickt, um mich zu retten? Ich würde niemals jemanden um so etwas bitten. Flaschenpost, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Mein Daddy hat Angst um mich. Ist mir total egal. Außerdem kann ich jetzt sowieso nicht heim. Und du verschwinde, kapiert. Oh nein. Da sind zwei Cthulhas. Krass. Lord Jabu Jabu ist heute ziemlich seltsam. Hier sind auf einmal elektrische geladene Quallen und seltsame Löcher. Obendrein habe ich meinen wertvollsten Stein. Aber das geht dich gar nichts an, egal. Du verschwinde, kapiert? Ja. Nutze keinen metallischen Gegenstand. Ach, alles klar. Wo sind eigentlich wieder meine Dekostäbe? Wenn man sie mal braucht. Du darfst mich tragen. Übrigens, ich bleibe bei dir, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Kein Witz, ich mein's ernst. Ja. Toll, Dekostab kaputt. Ja. Jetzt sind da hinten aber immer noch zwei Skulltullas an der Zahl. 1, 2. Das ist krasser Shit und so. Oh, ich weiß auch wieder nicht, wo ich mit dir, Olle, hin soll, weißt du halt? Wir haben ein paar Dekostäbe raus da. Ist aber nicht mehr ernst hier. Komm ich hier irgendwo durch? Ah, Blasen. Nein! Oh, der Herzen hier drin, meine Herren. Brauche auch meine Zwille so ein bisschen. Ich kann mich sonst so schlechter an den Wänden lang orientieren irgendwie. Das ist eine Skulptula, das ist schon mal klar. Was ist mit denen da oben? Machen die irgendwas Böses? Ah, da unten nach. Das Ding ist das. Was sind das für Viecher? Aha. Na, Glück auf. Hallo? Diese blöde Kuh, ey. Ist unfassbar. Ihr haust ja gut was an Zeug weg, ey. Achso, aber da unten ist doch jetzt immer noch was im Wasser. Ich sehe das doch. Och hier! Und mal wieder Kollege, und wird er noch frech hier.
Lass mal hier mal reingucken. Ohne Fee. Gebt dem Mann eine Fee, wenn auch sonst schon... Ja, das war ja auch wieder ganz großartig. Oh, das Cotola kriegen wir schon mal. Komme ich da jetzt hoch noch? Nein. Na, jetzt werden wir den Schalter drücken. Da kannst du das Vieh mal anvisieren. Du bist auch ein dusselige Fee, ne? Wozu ich dich damals eingesteckt habe im Feenwald, ja. Im Elbental. Das ist mir auch noch nicht so ganz klar geworden. Du gibst komische Hinweise und kannst nicht sehr viel. Naja. Ich überlege jetzt gerade, wie kriegt eigentlich die Prinzessin dann nachher rüber? Mach doch mal weg jetzt hier. Ach komm, dann zerschieß sie halt, wenn du meinst, dass du musst. Das kannst du also auch nicht. Glück auf. Du bist auch wirklich der Experte des Tages. Aber schwimmen tut die Eule ja nicht, ne? Soweit mir bekannt. Ich weiß es doch auch nicht. Woher soll ich es wissen? Es ist wieder dieses Mistlevel, das ich nicht leiden kann. Nicht mal so ein bisschen. Den kommen wir jetzt auch nicht mehr hoch. Ach doch, muss ich mal Schalter drücken. Ja, aber ich kann die ja nicht bis darüber werfen. Das funktioniert ja nicht. Da scheitert ja der coole Plan so ein bisschen. Also muss ich mit der Eulen... Ziemlich sicher wieder. Turöch. Ich frage mich, was das so für Schalter sind. Ist ja auch mal höchst interessant. Oh, komm mit. Wir haben Termine zu erledigen. Dringende. Eure Majestät. Eure Doofheit. Was? Oh, es geht sogar. Wie ging das denn jetzt nochmal? Das war jetzt ein bisschen elektrisch. Irgendwie. Aber da hinten ist ja auch nichts, von daher... Muss ich hier auch nicht hin, das ist ja wohl nicht mehr... Ah, oh, ich hasse es, dieses Scheiß-Level. Nee, ist schön, doch, ja, nee, doch, ist schön, ja, ist schön. Komm ich jetzt überhaupt noch wieder hoch? Nein. Oh, hier geht's ja doch ein ganzes Stückchen hoch. Da oben bewegt sich ja alles. Das ist ja ein toller Magen. Der ist immer in Bewegung, das funktioniert gut. Aua, 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 geh weg. War irgendwie klar, ey. Komm her, los! Dir gebe ich schön Pfund! Seh nichts, was ist denn da los?
Na los, Vorsicht, Judy. Dieser grüne, schleimige Ding ist voller elektrischer Energie. Na, wenn das ist. Ah. Mutig, stark und vor allen Dingen schön. Was ist denn, wenn ich jetzt hier in das Loch fall? Dann komm hier bei der Skulptur raus. Oh. Das ist doch jetzt echt Mobbing hier, oder? Ach man, ich mag das immer nicht. Ich finde das irgendwie total doof hier, ey. Ja, herab, immer noch. Na? Wie ist es mit uns beiden? So, jetzt bin ich ja wieder bei der guten Prinzessin. Ja, ich darf dich tragen. Du bist schon die Beste von allen. Gehen wir jetzt halt hier nochmal lang. Mein Gott. Ob ich es jemals schaffe, diese Dinge abzufangen, ohne dabei irgendwie... Ah, jetzt einmal. Schön. So, jetzt ist die große Frage. Kriege ich die gute von unten dahin geworfen oder nicht? Oh, geht sogar noch. Guck mal. Aua, 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 aua. Okay. Da setzt sie sich einfach hin. Das ist ja eine absolute bodenlose Frechheit. So. Komm mit, Prinzesschen. Wir müssen weiter. Ich fühle mich hier schon wie Super Mario. Immer die Prinzessin retten. Hä? Oh yeah. So, können wir die Leon mal hier vorne hauen. Ja, wieder sehr viel Sinnvolles für mich. Jo. Auf die Tür. Mit euch aber auch immer streiten muss, weißt du? So, kurz mal umschauen, was wir hier so haben. Ach, alles klar. War eng. Doch, ja, war eng. Ich werde wohl bekloppt. Hi, aber sie hat nichts abgekriegt. Das ist ja schon mal sehr sympathisch. Ich glaube, zur Vorsicht gebe ich ihm eine Fee. Man kann ja nie wissen, was passiert. So, jetzt war da vorhin so ein Hebel-Dingens. Kirchens. Ist die echte runtergefallen oder was? Alter, mir platzt ja wohl der Arsch. Die segelt da ganz normal runter. Ich glaube, wo ich spinne. Kann die mich nicht mitnehmen? Die ist doch so gut. Die kann fliegen, die kann schwimmen, kann alles. Alles kann sie. Nichts richtig, aber alles ein bisschen. So, mal gucken. Evo muss das ja hier dann dementsprechend wohin gehen.
ablegen. So. Das kostet mich jedes Mal einen Deku-Stab. Das ist eine Frechheit. So wohl nicht. Ich finde ja auch keine neuen, ne? So, jetzt ist aber die große Frage. Wo soll ich mit der Nase hin? Ich geh mal außen rum, ich nehme mal die Türen. Hallo Mäuschen. Was sind das eigentlich nochmal für welche? Was haben wir denn hier? Triffst ein verletzliches Schwanzende. Das auch wieder nicht mit irgendwelchen. Naja, selbstverständlich nicht. Ja. Hallo? Ja, aber ey, weiß nicht. Muss ich da jetzt jedes Mal ein Leben verlassen, damit ich die töten kann, oder was? Was ist hier Phase? Tja, ist mir irgendwie zu hoch. Oh, jetzt. Sieht so aus, als könntest du ihn nicht betätigen, da du alleine zu leicht bist. Ja, ich hole ja schon die Prinzessin. Ist ja gut. Komm mit, Mäuschen. Wir müssen mal wohin. Da ist noch ein Schalter, ey. Was ist denn da los? Was ist hier jetzt? Ist überhaupt irgendwas? Los, komm raus da. Haben noch Termine. Muss noch wohin? Ja, kommt was raus oder nicht? Ja. Ach hier, Kiste! Mal gucken, was krieg ich. Ich bin gespannt. Was? Oh, der Bumerang. Geiler Scheiß. Jetzt kann ich die ja auch. Oh, jawohl. Jetzt brauche ich ja nicht mehr die Deku-Stäbe. Jetzt kann ich den Bumerang nehmen. Geil. Jetzt geht's ab. Jetzt kann ich auch die Skulltulas irgendwie von der Wand holen, glaube ich. Mir war zumindest so, als ob. Ich lege die mal hier ab. Hier, wo sie sich nicht bewegt. Oh, wie gut das geht. Oh, wie gut das geht.
Oh, wie gut das geht. Ich glaub's ja nicht. Ein Traum. Ein Traum in Schleiflack. Also muss ich da wieder sie mitnehmen? Ja, das geht auch so. Ist das ein Zeitschalter? Verdammt. Erstmal Prinzessin holen. So, Mäuschen. Guck mal, Mäd. Jetzt ist sie gleich wieder da unten. Ich will sie nicht wieder da unten haben. Oh nein. Ein parasitischer Nagel. Die dünne Stelle ist der Schwachpunkt. Benutze eine Distanzwaffe. Na, welche könnte das nur sein? Okay, diese ist anscheinend nicht, oder? Doch, hier ist es. Ich krieg das Vieh. Hab ihn. Wieder eine Kiste. Was haben wir da jetzt? Die Karte? Die Karte! Wenn jetzt so einen Kompass finden, ne? Also alles im grünen Bereich. Ist Prinzessin jetzt eigentlich noch da? Ich glaube fast nicht, oder? Da! Prinzessin ist doch da! Juhu! Führungswechsel von dir, warum lässt du mich sitzen? Wenn du ein Mann sein willst, dann verhalte dich auch so. Setz dich, mach's dir gemütlich, nimm dir einen Keks. Kannst du mal mitkommen jetzt hier? Möchte nicht. Das rote, schleimige Ding ist fort. Es verschwand, als du den Tentakel zerstört hast. Ob das bei den anderen auch funktioniert? Yes, sir. Was ist denn hier los? Oh, okay. Na, haben wir noch eine? Haha! Wieder eine Kiste. Jetzt knallen die aber die Kisten nur so rein, oder? Hä, wupp. Komm, jetzt ein Kompass noch. Das wär's ja jetzt. Das würde ja alles sowas von vereinfachen. Nein. Aber es ist der Kompass. Jetzt sehe ich auf meiner Karte, wo ich reingekommen bin und wo ich raus muss. Okay, auf die Hütte hier. Mal vorbeilaufen hier bei den Jungs. Nein. Okay, das Ding ist noch da. Aber das Ding, uppala. Ist doch jetzt bestimmt mit weg, oder? Ja, das ist mit weg. Ach ja, das nächste Tentakel. Okay, bleib mal hier. Beweg dich nicht. Komm gleich wieder. Yes, sir. Pop. So, ist die jetzt auch frei? Dann müsste jetzt der auf der anderen Seite, der in der Mitte vielleicht auch frei sein. Mit ein bisschen Glück.
ist es. Juhu. Jetzt wird's ja spannend. Oh, es klappt sogar. Hallo? Pack doch mal deine Tentakel ein, bitte. So haben wir ja noch nicht gewettet. Juhu! Die Tür geht auch wieder auf. Ja. Jetzt ist nur die große Frage, wo geht's jetzt hin mit der Eulen hier? Vermutlich wieder zurück, aber wohin genau? Könnte ich jetzt so auf Anhieb nicht sagen. Oder ist jetzt hier die grüne Tentakel auch mit weg? Ach ja, stimmt, das war die grüne. Boah, ich habe gerade irgendwie, oh, Angst. Warte mal. Versuchen wir jetzt mal, uns dieses Ding, was wir vorhin gekriegt haben, mal zunutze zu machen. Jetzt hier mal einen Punkt. Okay. Kommen wir jetzt irgendwo hin? Tatsache, guck mal wohin. Cooler Scheiß. Schön durch die Wand durch, das läuft. Dass man die nicht anvisieren kann, so ein Mist aber auch. Oh, echt jetzt? Ich bin doch immer so schlecht mit dem Anvisieren hier. Oh Mann! Na endlich. Ah, jetzt. Das funktioniert. So, so eine goldene Skulptur. Dann kann ich mir die jetzt da auch gleich noch holen. Oh. Ich werde da auch nicht mehr besser, ne? Mach's nix. Ich suche mal noch einen Punkt, an dem man zielen kann. Sein Ohr ist es nicht. Sein. Muss er echt, wenn du sie nicht mehr siehst, ist es gut. Ja, auch fast nicht. Oh, das war schon gut. Ja. War besser. Boah, jetzt aber. Wahnsinn. Gut. Jetzt benutzen wir einfach den Kollegen nochmal. Zum Teleporter zurück. Oh, der ist hier. Oh, Gottes Willen. Mach doch nicht so einen Aufstand. So, jetzt war das der hier, ne? Jo, der war es tatsächlich. Hier durch. Da ist der Stein. Ist er ja, danach habe ich gesucht. Wirf mich auf die Plattform. Oh, das war doch dieser... Oh, ich habe ihn so gehasst, diesen Boss. Oh mein Gott, was ich ihn... Ah, Alter. Ich glaube, das war nicht mal der Boss. Es war nur so ein Vording. Oh mein Gott. Sie hat ihn. Juhu. Wir steigen wieder. Aber warum Prinzessin Ruto? Gott sei Dank. Endlich. Der Stein von meiner Mama. Als ich Loch Jabu Jabu gefüttert habe, hat er wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. War so aus wie ein Fisch wohl, wa? Und jetzt habe ich ihn wieder und kann heimgehen. Bring mich jetzt schnell heim. Ich glaube, das wird eher nichts. Ja, mir wäre fast gedacht.
Was ist das denn? Ein Oktopus? Ja. Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie das überhaupt funktioniert hier. Ach doch, ich musste mich von hinten an ihn annähern und dann hauen. Hallo? Auch jetzt ehrlich? Ich weiß aber nicht mehr, war das jetzt wirklich so, ey? Den musste ich dann, glaube ich, mit dem Bumerang abwerfen oder so. Ach, verdammt, ich habe doch keine Ahnung mehr. Es ist doch schon zu lange her, Leute. Aha. Was soll denn das jetzt, einfach die Richtung zu wechseln? Spinnt's wohl. Es läuft besser als erwartet. Uhu! Nein. Schon wieder. Was ist denn los? Ich mach die Kreise zu eng. Ein bisschen. Ach, fuck it. Gib ihm! Was? Nochmal? Dreimal hauen reicht doch. Hey, immer wenn der die Kamera dreht, ne? Gehe ich immer ein Stück weiter rein, irgendwie. Fuck. Oh, bleib doch mal hier, ey. Ich glaub's ja nicht. Na, endlich. Nochmal. Ne, jetzt hab ich ihn, oder? Oh, jetzt hab ich ihn. Ach, jetzt habe ich die Herzen nicht gekriegt. Hilfe! Egal, das schaffen wir trotzdem. Kein Problem, da ist noch eins. Herzen. Komm, du hast auch eins für mich. Los. Ah, Zaubertrank. Zaubertrank! So. Ach komm, dein Ernst. Oh, was ihr mich mal gerade mal am Arsch lecken könnt, ne? Wahnsinn.
Herr Typ, kannst du den vielleicht jetzt mal anvisieren, du hässliches Etwas? Danke. Los, schmeiß ein Herz raus. Oh, was soll ich denn mit dem Kack? Davon kann ich mir auch keine Heilung kaufen. So, wir drüber. Da sind wir drüber. Oh, hier fällt was runter. Was ist jetzt hier auf der anderen Seite? Ist? Ja. Hier ist jetzt dieser tolle Schalter. Dudelum. Ja, ich weiß, ich brauche dafür eine Prinzessin. Aber wo ist die olle Zippe? Wenn die jetzt, oder steht die jetzt wieder hinten drinne, wo wir sie vorher rausgeholt haben? Boah, was für ein Knaller, wenn man die Dinger einhaut hier, Wahnsinn. Ist jetzt wieder hier hinten? Nö. Ja, sehr gut. Da ist sie. Ach Gott, jetzt weiß ich es. Ja, jetzt weiß ich auch. Alles klar, macht Sinn. Wie wäre es, wenn wir die einfach da draufstellen? Wenn die schon hier rumstehen. Dudelum. So, hingelegt. Und durch da durch die Bude. Oh, ich höre. Wuhu! Mein Gott. Ich sag halt, diese dusselige Fee hat nicht mal mittlere, schwere. Ach, egal. Ja, weil ich auch noch nicht so viel an Dingsmus hab hier. An. Ich kletter mal da oben erstmal hoch. Guck mal, was da oben jetzt so Sache Phase ist. Irgendwo hier krabbelt das ja auch, also muss das ja irgendwo hier auch sein. Hey, Lipton! So, gib mir mal hier ein paar Deku-Kerne. Mit der Deku-Zwille. Fast befürchtet. Jetzt hier hin? Geht das noch irgendwo hin? Ne, geht auch nirgendwo hin. Ha, ich bin ein wenig irritiert. Kann ich nur von unten gegen schießen? Oder wie sieht das aus? Wie stellt sich das da? Da stellt sich irgendwie gar nichts. Ja, ach, da ist übrigens auch die. Aha. Wieder eine Skulptur. Also muss das ja irgendwas da oben sein. Da muss ja irgendwo oben was zu machen sein. Wenn da hier, das ist ja der einzige Weg, wo es irgendwo hingeht dann auch. Lass mich mal raten, das lässt sich. Warte mal. Was hat er denn hier? Hinter dieser Wand befindet sich ein Schalter. Du bist so eine kluge Fee. Ist das denn vielleicht? Kann man die anzünden? Sieht ja so ein bisschen nach
Fliegennetz aus. Nein. Einfach mal einmal nein. So, er muss ja jetzt ja hier von irgendwo, muss man da ja was machen können. Irgendwo muss er ja weitergehen, weißt du? Es gibt doch nur dieses Stück da oben, ey. Scheiße. Warte mal, ich glaube, ich weiß wie. Ja, guter Versuch, noch ein Stück dichter. Ja, kommt aber noch nicht so richtig ran. Okay. All about the Bumerang und so. Diesmal ist es nicht all about the base, sondern all about the Bumerang. Jetzt passiert dir was. Da passiert richtig was. Ach Gott, wer bist denn du? Oh, Elektro ist schon eine feine Sache, ne? Ach, das war ja das Vieh. Ja, ich erinnere mich. Biotentakel, Barinade. Das klingt wie eine Soße. Was sagt sie denn? Riesenquell, benutze erst deinen Bumerang, um den Riesenquell zu betäuben und schlage dann mit dem Schwert zu. Okay. Ne, so geht das nicht. Ah, ich musste erst den Strom abnehmen. Alles klar. Hab's verstanden. Wenn ich das viel stromlos hab, dann wird alles gut. Aua. Okay, das klappt irgendwie überhaupt nicht. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Gott sei Dank hast du in dem Zustand nicht die Probleme mit dem Leben. Gott sei Dank war da nichts drin. Oh, hat sie wieder angekesselt, die Dinger. Oh, ey, Hilfe, was ist denn hier los? Ich kriege hier voll vors Maul gerade. Das wird ja nicht richtig. Ja, ein Herz, das ist gut. Herz nehmen wir. Hier noch eins? Ja, wichtig. Oh. Knappe Kiste. Okay. Ich habe diesen Kampf noch nicht so 100% gecheckt irgendwie. Aber ich arbeite noch dran. What the? Muss ich da jetzt die Dinger nur wegnehmen? Muss ich noch irgendwas anderes machen? Reicht's, wenn ich denen alle ihre Quallen wegnehme? Aha. Ich sehe das Vieh auch gar nicht, ey. Ist ja.
Immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung. Was sagt der Navi jetzt noch? Alles klar, ist auch immer noch dasselbe. Wenn sie immer das gleiche erzählen, ist sie unfassbar gut. Aha. Dann wollen wir mal weiter im Kreis um sie rumlaufen. In der Zeit können wir nichts machen. Jetzt können wir erst wieder tätig werden. Oh, gleich mal Vollgas hier getroffen. Yo, da läuft's. Da kriegt die irgendwelche Schwellungen gerade so ein bisschen. Fob. Oh, gibt es jetzt auch einen riesen Puff? Ja, gibt's. Es ist grün, aber es macht, bewegt sich. Schon mal nicht so schön. Oh, hier. Ein Herzcontainer. Wupp, 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 wupp. Zora, altes Stück. Grüß dich. Du bist spät dran, warum hat es lange gedauert? Du bist eine ziemlich lahme Ente. Na gut, ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Das ist alles. Aber nur ein bisschen, okay. Die kann sich rausporten. Warum haben wir es nicht gleich gemacht mit dem Stein und Tschüss? Naja, egal. Wo? Klippen springen, das läuft. Hallo Mäuschen. Hey du, du bist cool. Ein bisschen mehr als andere. Aber nur ein bisschen. Naja, egal. Du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Was möchtest du? Sag's mir. Ich möchte deinen heiligen Stein. Eigentlich nichts. Du sprichst vom heiligen Stein des Wassers, dem Zora-Saphir. Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Es ist so eine Art Verlobungsring der Zoras. Na. Aha. Glückwunsch, du heiratest einen Fisch. Hast du super hinbekommen. Ertrink nicht. Wenn du dich nicht bewegst, gehst du unter. Du musst immer die Füße bewegen. Wurde dieser heilige Stein des Wassers übergeben. Prinzessin Ruto hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die drei heiligen Steine. Juche! Jetzt schnell zu Prinzessin Zelda. Na dann mal Abfahrt. Vollgas. Sag bloß nichts meinem Daddy. Machen wir nicht. Kein Problem. Soras Quelle. Okay, dann können wir jetzt ja wieder hinten raus. Aber, Mädels, Ladies and Gentlemen, ich muss leider sagen, wir werden das jetzt nicht mehr machen. Wir werden jetzt einen Break machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. War schon wieder eine Stunde 5. Meine Güte, Zeit vergeht aber auch. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit einer weiteren Runde Retro. A la Retro und so. Und bis dahin, mit freundlichen Grüßen, euer Cutie.